Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Dauntless. Ja, und zuallererst gilt mein gesamter Dank natürlich wieder allen Leuten, die hier meinen Kanal unterstützen, sei es über Creator Code oder über den Supporters Club. Vielen, vielen Dank für jegliche Unterstützung, genauso für jeden Kommentar, für jedes Abo, für jedes Like, das ihr hier lässt und natürlich für jeden View, also für jedes Video, das ihr euch hier auf dem Kanal anschaut. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, im heutigen kurzen Video wird es um folgenden Fakt gehen. Jetzt in Patch 1.8.3, dass die Tage aufgespielt wird. Ich glaube jetzt am Donnerstag. Patch Notes und so weiter werden natürlich noch folgen. Werde ich euch noch ein bisschen was dazu erzählen. Aber es waren ein, zwei Dinge, gerade was so Währungen angeht, die ich vielleicht jetzt schon im Vorfeld in den Videos hier behandeln wollte. Das kurz erwähnen wollte, dass das Thema schon mal abgehakt ist und ihr vielleicht noch irgendwie reagieren wollt, wenn ihr denn irgendwie noch reagieren wollt. Warum? Wieso? Weshalb schauen wir uns jetzt an. Und zwar wird es zum einen so sein, wir haben ja hier auf dem Weg des Slayers, seht ihr ja oben rechts die Kampfverdienste, das sind die Symbole hier mit dem Schwert und oben rechts seht ihr auch dann diese Erkundungsverdienste, das ist das mit diesem Kleiter da. Damit konnte man sich ja die verschiedenen Punkte hier auf dem Weg des Slayers freischalten, da war es ja oft so, dass man hier nicht genügend Erkundungsverdienste hatte, aber dafür viele Kampfverdienste oder umgekehrt und so weiter. Aber die meisten werden wohl den Fall haben, wie ich hier, super viele Kampfverdienste, sehr wenig Erkundungsmarken. Und jetzt wird es in Zukunft so sein, die Dinge werden zusammengelegt. Das heißt, es wird in Zukunft nur noch Kampfverdienste geben. Das heißt, ihr könnt auch in Zukunft, sollten keine Bugs ins Spiel kommen, auch alles hier mit Kampfverdiensten freischalten. Es sollte auf jeden Fall so möglich sein. Hat Dauntless jetzt so angekündigt, dass das so, oder Phoenix Labs hat das so angekündigt, dass das so sein wird. Ihr könnt natürlich jetzt unterschiedlich vorgehen. Ihr könnt sagen, ist mir eigentlich egal, ich warte darauf, bis es geändert wird. Das wird wahrscheinlich so meine Variante sein. Ihr könnt natürlich auch darauf spekulieren, dass es vielleicht im Moment noch mehr Kampf- und Erkundungsverdienste gibt, denn ihr könnt natürlich jetzt auf Events oder in diesen Patrouillenkisten, die beiden Marken sozusagen finden. Und ich weiß nicht, also sie werden 1:1 getauscht. Das heißt, hier oben die 1947 Erkundungsmarken, die ich habe, werden auch zu 1947 Kampfverdiensten. Soweit, so gut. Ich weiß allerdings nicht, was sie mit der Drop Rate machen, ob sie die vielleicht leicht nach unten korrigieren oder sowas, denn im Moment ist es ja so, bei manchen Events kann man 20 Erkundungsmarken und 20 Kampfmarken da abstauben oder auch in den Patrouillenkisten 5 und 4 und so ein Kram, und da könnte es sein, dass es in Zukunft nur noch die 5 oder nur noch die 20 gibt, also dass es einfach leicht reduziert wird. Das könnte ich mir rein theoretisch vorstellen, weil es natürlich jetzt leichter wird, seinen geliebten Skill hochzuleveln und dass sie im gleichen Augenblick das ein bisschen diese Drop Rate sozusagen runter machen. Also runtersetzen weiß ich nicht. Haben sie auch nichts dazu gesagt. Im Prinzip ist es auch fast egal. Man kriegt dann genug, würde ich sagen. Aber trotzdem, nur so ein kleiner Hinweis. Also dort wird es eine Währungsreduzierung geben. Generell hat sich Phoenix Labs dazu entschieden, ich habe wahrscheinlich das Video auch schon so genannt, dass sie viele Währungen in Zukunft, oder was heißt viele, einige Währungen rausnehmen wollen aus dem Game, da es einfach so viele unterschiedliche Währungen gibt. Hier Platin, was weiß ich, Silber, Goldmarken, dann hier die Kampfverdienste, Ätherstaub, Asschips und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch das nächste Thema hier, wenn ihr irgendwie die Zellen zusammen bauen wollt oder hier verschmelzt und so ein Kram, dann könnt ihr das ja beschleunigen hier mit diesem Ätherstaub, den ihr auch bekommt, wenn ihr hier unter meine Zellen dann halt eben, was weiß ich, irgendwelche Zellen verkauft, und dann kriegt ihr halt da Ätherstaub raus, und aus verschiedenen Quests und Kisten und so weiter könnt ihr das rausbekommen, hier durch Slayer-Verlinkung und so ein Kram. Könnt ihr überall so ein bisschen solches Zeugs verdienen. Generell ist es eigentlich nur für Anfänger, sage ich mal, interessant, weil man natürlich dann noch schnell Zellen droppt, viele Einsatzzellen hat und so weiter. Wie gesagt, da würde ich es euch empfehlen, hier die Zellen, die ihr wirklich gar nicht braucht, dann zu verkaufen oder sowas, gerade die Einser oder sowas, wenn ihr dann schon andere Einsatzzellen hier verschmelzt, die euch wichtig sind, sowas wie Gesundheit oder was weiß ich, Raubtier oder was auch immer euch dann halt eben viel wert ist, oder Gerissenheit ist am Anfang wichtig oder
sowas. Das hatte ich zum Beispiel am Anfang relativ lange nicht bekommen. Ja, und dann könnt ihr das natürlich hier aufwerten, und wenn ihr dann ein bisschen das Ganze beschleunigen wollt, könnt ihr halt eben hier den Ätherstaub ausgeben, um es direkt zur Verfügung zu haben. Es wird jetzt so sein, früher konnte man dort Aschips, man sieht sie auch hier abgebildet, die Aschips konnte man hier verwenden, und hier, die sieht man jetzt bei mir zum Beispiel, ist das so, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, sehe ich nur noch hier im Startbildschirm, auch hier oben rechts, und die werden in einem Kurs 1 zu 12 umgewandelt. Das heißt, ihr bekommt für einen Aschip 12 Ätherstaub gutgeschrieben, das heißt, ich bekomme roundabout 48.000 Ätherstaub gutgeschrieben. Das sollte dann ein bisschen reichen, sag ich mal, um dann irgendwas beschleunigen zu können, wenn ich das denn wollte. Ja, da weiß ich nicht, ob man das jetzt irgendwie als Tipp und Trick noch irgendwie anwenden kann. Ich glaube, es ist relativ egal. Ich glaube, die Spielmechanik ist auch hier schon komplett implementiert, so wie es sein wird. Nur falls sich gewisse Leute von euch gefragt haben, ja, wo sind meine Ass-Chips hin? Bei manchen ist das, glaube ich, so, bei manchen nicht. Bei manchen wird es hier noch angezeigt, glaube ich. Bei mir war es relativ früh so, dass es nur noch so angezeigt wurde hier mit diesem Ätherstaub. Jo, weiß ich nicht, wie das ist. Auf jeden Fall wollte ich euch darauf hinweisen, wie gesagt, dass einmal die Erkundungsmarken bald verschwinden werden, schon in den nächsten Tagen. Genauso wie die Ass-Chips hier, und die werden dann dementsprechend umgewandelt. Erkundungsmarken 1 zu 1 in Kampfverdienste. Kampfverdienste ist dann die neue Weg des Slayers Währung, und hier für bei Mittelsmann aufzuwerten wird es dann Ätherstaub sein, und die Ass-Chips sind komplett aus dem Spiel raus. Und natürlich, wie gesagt, der Hinweis, dass eventuell in der Zukunft noch weitere Währungen reduziert werden. Erinnert euch, ich glaube wirklich, ich habe das vor 100, 200 Folgen irgendwann gesagt, als es so viele neue Währungen gab, habe ich auch das gesagt, dass ich das nicht verstanden habe, warum sie das gemacht haben. Jetzt kommt die Rolle rückwärts. Dauntless eben, es ist normal. Ja, und dann sehen wir uns die nächsten Tage wieder. Dann, wie gesagt, mit den neuen Patch Notes wird ein neues Behemoth kommen. Chainblade Rework ist angekündigt. Und noch anderer Kleinkram, neuer Jagdpass und so weiter. Also, was heißt Kleinkram? Es wird wahrscheinlich schon ein größeres Update, ein richtig cooles Update. Nochmal, Dauntless braucht es auch so langsam wieder. Ja, ich freue mich drauf, neues Behemoth und so weiter. Wo wird es eingegliedert? Ich habe noch gar keine Ahnung, um was es geht, welches Behemoth das sein wird. Gab es so Gerüchte Richtung Insekt oder sowas, aber das kann völliger Quatsch sein. Ich weiß es wirklich gar nicht. Ja, bin mal gespannt, ob da nicht auch vielleicht noch was verschoben wird, weil es gibt gar keine, ich habe gar nichts aufgenommen, irgendwie auch mit dem Chainblade Rework, irgendwas. Ich habe gar nichts aufgenommen. Ich bin echt mal gespannt, was da so kommt. Wünsche euch einen schönen Tag, und wir sehen uns dann das nächste Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao.